So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber Together. Wir sind hier in der Arena von Fuchsania City, wenn ich das richtig sehe. Haben wir den Orden hier schon? Sehe ich ja gar nicht. Wir sehen hier nur unsere Kanto-Orden. Ja. Wie schaut denn das Team aus? Scarabu ist vergiftet. Das muss aber nicht sein. Haben wir denn noch? Also wir haben ein paar Hyperheiler hier. Haben wir auch noch sowas wie Gegengift? Nö, haben wir nicht. Das heißt, wir nehmen die. Ups, nicht den Hypertrank. Ich will den Hyperheiler. Und. Ich würde mal sagen. Esther darf nach vorne. Der hat in der Arena ein paar gute Schnitte. Schauen wir mal. Hehehe. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich mache nur Witze. Jetzt geht es rund. Ich bin Janina, Arenaleiterin von Fuchsania City. Anscheinend hat er sie wirklich noch nicht gemacht. Okay. Leiterin Janina möchte kämpfen. Und schickt ein X-Bad in den Kampf. So, jetzt ist die interessante Frage, wer von euch zweien ist schneller? Ich hoffe mal, ja. Sehr schön, Esther. Ich weiß doch, auf dich ist Verlass. So, das gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Ariados. Ich möchte das Pokémon nicht wechseln, nein. Du kriegst ebenfalls einen Psy-Strahl ab. Super effective. Und fast level up. Smogmog, da bleiben wir auf jeden Fall mit Esther drin. Weil Smogmog ist in der Spätzdev nicht allzu toll. Also es geht noch, aber... Esther mit super Spezialangriff und sehr effektiv und so. Da ist klar, dass das reicht. Ja, so viel zum Thema super Spezialangriff. 133 hat er jetzt schon. So, was kommt jetzt? Ein Omot. Omot ist Käfergift. Ach komm, ich bleib einfach drin mit Esther. Wieso mir das Leben jetzt unnötig schwer machen? Ein Angriff plus. Verschwende halt die einzige Runde, die du eventuell hast. Aber du hast sie ja sowieso nicht. Erster Psy strahlt dir dein ganzes Team. Und noch ein Smogmog. Komm, kriegst du auch noch weg. Level 36. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Arenaleiter werden immer schwächer. Okay, 1333 Erfahrungspunkte und wir haben Janina besiegt. Du bist recht stark. Ein klarer Sieg für dich. Nimm jetzt den Seelenorden, der eigentlich Sumpforden heißen sollte. Du bist so stark. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Toxin, ein sehr starkes Gift, das dem Opfer ständig KP entzieht. TM6. Ich werde mich jetzt mehr anstrengen und meine Fähigkeiten optimieren. Ich möchte meinen Vater und dich übertreffen. Deinen Daddy haben wir doch auch schon besiegt. So. Ein kurzer Besuch im Pokémon Center. So, prinzipiell ist jetzt nicht mehr allzu viel zu tun. Wir müssen noch Richtung Lavandia und da haben wir einen Haufen Trainer unterwegs. Wir könnten jetzt zwar wieder über den Fahrradweg darauf oder wir könnten einfach nach Prismania City fliegen oder nach Saffronia City und von dort nach Lavandia gehen, aber
Ich will die ganzen Trainer hier mitnehmen. So. Wer braucht denn noch Training? Rückkehr. Kommst du mal wieder nach vorne? Warte, ich muss meine Mutter anrufen. Schuljunge Michel möchte kämpfen und er schickt einen Voltoball in den Kampf. Level 27. Schwächer geht's bald nicht mehr, oder? Er darf Rückkehr erstmal einen Ball rasieren und gleich mal einen Volltreffer machen. Den Bart voll getroffen, obwohl er eigentlich keinen hat. Ein Magnetilo. Ja, da will ich jetzt nicht unbedingt mit ihm mit Rückkehr drin bleiben. Das ist eher ein Fall für Spike. Da reicht auch ein Schaufler. Bei Doppelschwäche. Deinen Superschall kannst du dir sonst wohin stecken. Zum Glück gibt es hier noch keine Robustheit. Und selbst wenn, in der dritten bis zur vierten Generation, hätte die den K.O. so oder so nicht verhindert. So, jetzt kommt Rückkehr wieder. Level 31, langsam ziehen sie wieder ein bisschen an. Sind sie nur noch 8 Level unter mir. Los, Rasierblatt mit 25% Crit-Chance. Drauf da. Und es reicht gerade nicht mehr. Und er schreit mich mit Kreide an. Das tut man doch nicht. Level 40 für Rückkehr. Sehr schön. Verdammt, hat Rückkehr eine gute Spätzdef. Und da kommt noch ein Magneton. Das ist dann wieder was für Spike. Mal schauen, ob du bei dem jetzt auch dein Level-Up noch kriegst. Wäre auf jeden Fall ganz nett. Zielschuss. So, wie viel EP sind das? 1069 reicht gerade nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir den Schuljungen Michel besiegt. So, Rückkehr ist Level 40. Scarabu darf auch mal wieder nach vorne. Lass uns kämpfen, ich werde nicht verlieren. Du hast zwei Pokémon, das ist schon mal wesentlich sympathischer. Allerdings hast du ein Xatu, das ist meinem Scaraborn sehr unsympathisch. Komm. Lass mal Jenny das machen. Genau davor hatte ich ein bisschen Angst, dass der Flugattacken kann. Auch wenn sie nicht sonderlich stark sind, Scarabu tun die doch dann ziemlich weh. Und Scarabu erreicht Level 40. Der hat aber auch einen super geilen Angriff inzwischen. Nicht ganz so schön wie der von Esther, aber auch schon richtig toll. In Simsala hast du. Was machen wir denn gegen einen Simsala? Ich schick einfach mal Rückkehr rein. Rückkehr kriegt eine spezielle Attacke locker gestemmt. Und wir greifen mit Body Slam an. Was? Rückkehr ist schneller? Schneller als ein Simsala? Und wir machen den Volltreffer. Gut, es war zwar 6 Level drüber, aber da ist doch schon noch ein wesentlicher Init-Base-Unterschied. Also, ich glaube, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie viel Simsala hat. Ich meine, es war bei 120 und Rückkehr ist auf 80. Also, da ist eigentlich ordentlich Unterschied.
So, was haben wir denn hier? Bei schönem Wetter würden sich die Kinder lieber im Schulhof spielen, als in den Klassenzimmer zu lernen. Ja, ja, ja. Das ist doch eine Lehrerin dann, oder? Lehrerin Sylvia möchte kämpfen. Und sie hat einen Griffel. Los, Bike. Schlitz es auf! Schade, kein Volltreffer. Eine Kratzfurie. Ja, die tut Spike jetzt nicht sonderlich weh. Auch wenn du viermal triffst. Na gut, dann schlitze sie eben nochmal auf. Und Spike erreicht Level 40. Damit haben wir jetzt das ganze Team mit Ausnahme von Fliggy auf Level 40. Tragosso. Ja, das ist doch was für Rykia. Kann man nämlich schön Rasierblatt benutzen. Wird eh mal Zeit, dass Rykia mal ein paar stärkere Attacken noch lernt. So. Du wolltest nicht verlieren, dann setz das nächste Mal stärkere Pokémon ein. Sport ist mein Lieblingsfach. Schuljunge Sandro mit einem Paras. Ja, den müssen wir auch aufschlitzen. Spike schlitzt doch so gern. Noch ein Paras. Da bleiben wir einfach drin. Und da kam der Volltreffer. Es war der Quotenvolltreffer. Muss ja jeder vierte sein. Quapuzzi, möchte ich das Pokémon wechseln? Ja, möchte ich. Wenn wir Rykia schon mal wieder sinnvoll einsetzen können. Rykia will ich immer dann einsetzen, wenn es möglich ist. Die tut sich beim Training nämlich bis jetzt von allen unseren Pokémon ziemlich am schwersten. Einfach wegen ihren relativ schwachen Attacken. Da kommt ein Ditto. Was machen wir denn gegen ein Ditto? Probieren wir doch einfach mal. Erstmal einen Psystrahl. Das reicht sogar schon. Ja gut, Ditto hat jetzt auch nicht wirklich super Werte oder so. Hab jetzt nur Esther mit reingeschickt, weil Esther hat zumindest eine Attacke, mit der er sich selbst sehr effektiv treffen kann. Sogar zwei Stück eigentlich. Der Angler Alfred sagt mir, dass ich Remoraids fangen soll. Was will ich denn mit einem Remoraid? Ich hab doch schon ein super Team. Hast du etwas vergessen? Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe oder nicht. Lehrerin Inka. Mit einem Pipi. Das ist ja sogar Level 36. Da lohnt es sich ja direkt mal ein Erdbeben zu benutzen. Einfach um den Kampf schnell zu beenden. So. Nächster bitte. Wir machen einen Ausflug zum Radioturm in Lavandier, um dort etwas in Sozialkunde zu lernen. So, so, Sozialkunde. Schuljunge Niklas. Mit einem Knofenser. Gefällt meinem Spike zwar nicht wirklich, dass du einen Knofenser hast, aber wir schlitzen es jetzt einfach mal auf. Ein Ultrigaria, ja, da möchte ich jetzt wechseln.
Effektiv wären Esther, Jenny und Fliegi. Hau mal Jenny mal wieder raus. Die ist in letzter Zeit zu selten da, habe ich das Gefühl. Feuerschlag! Und One-Hit-KO. Kommt jetzt noch ein Satzenia? Ja, das kommt noch ein Satzenia. Da bleiben wir doch drin. Du kriegst auch einen Feuerschlag. Und dann haben wir den Schuljungen Niklas besiegt. Ich bin unheimlich stark, ja, das weiß ich. Erzähl mir was, was ich nicht weiß. Ich träume davon, mit meinen geliebten Vogel-Pokémon zu fliegen. Ja, dann setz doch einfach Fliegen ein und so. Vogelfänger Chris möchte kämpfen. Mit einem Ibitak. Los, Bike. Wir walzen jetzt mal eine Runde. Oh, das war die erste schon, okay. So, Stärke 60 war das jetzt. Der nächste trifft mit 120. Es kommt jetzt noch ein Nibitak. Nein, ich möchte nicht wechseln. Der nächste Walzer one-hittet ihn ja sowieso. Sehr effektiv. Ibitak besiegt. 1215 Erfahrungspunkte für Spike. Ich kann träumen, aber ich kann nicht fliegen. Träumen können wir alle. Du musst deinen Traum nur leben. Dann ist alles okay. Was haben wir hier für einen Typi? Bist du gegen alle Arena-Trainer angetreten? Noch nicht gegen alle. Da fehlen nämlich noch vier Arenen. Pokéfan Reinhold. Ein Enton hast du. Los, Spike, Erdbeben. Und ein Volltreffer. Der war nicht nötig. Und es hat gerade nicht mehr gereicht für den Level Up. So. Eines kann ich dir sagen. Es war harte Arbeit, meine prämierten Pokémon zu fangen. Ja, dann zeig mal, was du so hast. Pokéfan Ernst. Ihr meint's ernst. Ein Bisasam. Ja, gut. Kann ich mir vorstellen, dass es eher hart zu finden war, als hart zu fangen. So, da haben wir erstmal Level 41 für Spike. Ein Schiggy. Ja, dann möchten wir doch wechseln. Jenny, mach du das doch bitte. Dann wird dein letztes Pokémon ja höchstwahrscheinlich ein Glumanda sein, Haben wir gegen Glumanda überhaupt irgendwas? Gegen Feuer, ja, Boden hätten wir. Aber ich bleibe jetzt einmal mit Jenny drin, gib ihm einen Feuerschlag. Glumanda hält ja eh nichts aus. Und da haben wir den Ernst besiegt, der Ernst des Lebens. So. Wir sind jetzt schon ein gutes Stück vorangekommen. Ich lasse hier an dieser Stelle aber, glaube ich, dann mal den Don weiterspielen. Weil, ja, darf er sich weiter nach Lavandia durchprügeln.
Ich mache an dieser Stelle dann eine Aufnahmepause und wir sehen uns in der übernächsten Folge. Es wird dann schon die 39. Das hier ist jetzt, glaube ich, schon die 37. Ja, wir sehen uns dann in der 39. wieder. Mal schauen, wie weit es der Donny schafft. Bis dahin, macht's gut.